Mein Vortrag hat eigentlich ursprünglich geheißen Kill All Zombies, komme ich später drauf dazu. Ich habe es jetzt Awesome Maxit genannt, weil es zum Thema passt. Und jetzt haben wir ja viel über Tagging, Schemata geredet, wer wie viele Rollstuhlfahrergrenzen einträgt, Fußgängerwege, Ebenen in Bahnhöfen und so weiter. Und ihr werdet mich jetzt bestimmt gleich hassen, unendlich, wenn ich euch sage, dass ich jetzt vorhabe, die ganze OSM-Datenbank wieder zu löschen. Warum werde ich das tun? Angefangen hat es damit, dass vor einem halben Jahr ungefähr die Stadt Landshut auf mich zugegangen ist und wir haben eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis. Die verwenden auch die OSM-Karten inzwischen auf ihrem interaktiven Stadtplan und haben uns Straßenlisten, Hausnummern mit Georeferenzen geschenkt und so weiter. Das funktioniert wunderbar. Und dann hat es geheißen, ja, hier, was ist denn los mit eurer Datenbank? Da stimmt ja der Drogeriemarkt Müller nicht mehr und das kleine, die kleine Bäckerei an der Ecke, die heißt jetzt auch anders und das ist ja eine Katastrophe mit eurem Datenbestand, tut's da mal was. Gut, haben wir natürlich sofort gemacht. Also was macht man in so einem Fall? Man aktiviert die sogenannten Schläfer, man ruft jemanden an oder sagt, hier, schau mal schnell vorbei, wie heißt es der Laden in Wirklichkeit, aktualisiert es mal. Das hat wunderbar funktioniert. Nur ist natürlich die Frage, wie oft ist es noch der Fall, dass irgendwas nicht aktuell ist in der Stadt und wie kann man da in Zukunft damit umgehen? Ich brauche jetzt mal meine Unterlagen. Ich will ja nicht die ganzen Texte euch da zumuten. Gut. Die Frage ist letzten Endes, wie viele getaggte Parkbänke, Mülleimer, Hundekotbeutel, Spender und sonstige Elemente haben wir eigentlich bei uns, jetzt speziell in Landshut, wo ich aktiv bin, die vielleicht überhaupt nicht mehr existieren. Es gibt Storchennester, die getaggt werden. Es gibt Fahrradparkplätze mit Anzahl der Parkbänke mit Anzahl Sitzplätze, Fahrradparkplätze. Wir haben Jägerstände, die zum Beispiel nach einem Jahr verschimmeln oder Jägerstände, die zu Lofts ausgebaut werden, die ewig halten. Wir haben Streugutcontainer, wir haben öffentliche Uhren. Da frage ich mich auch, wofür braucht jemand, der mit dem Navi durch die Gegend rennt, eine öffentliche Uhr? Wir haben getaggt für Bushaltestellen mit Überdachung und ohne Überdachung, wo ich mich auch frage, wenn ich einen Bus brauche, dann interessiert mich eigentlich nicht, ob das ein Dach hat oder nicht, dann nehme ich einen Regenschirm mit. Und mein allergrößter Freund sind die Drachenaugenpunkte, da habe ich mal einen gezeichnet hier. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat auf der österreichischen Mailingliste talk.at. Da gab es immer so einen Vorschlag von solchen Sektenfreaks, ob man diese Drachenaugenpunkte nicht da eintragen könnte, weil die so Energie verteilen über die Erde sozusagen. Wie das genau funktionieren soll, weiß ich auch nicht. Stufen kam die Info innerhalb von 2 Wochen, löschen die alles wieder raus. Ja, okay. Ulrich Volkmann hat gleich widersprochen. Also das sind wohl so Steine und Zweige, die man irgendwie zusammenlegt, ja, und ein paar Blätter draufschmeißt. Also finde ich echt eins der sinnvollsten Einrichtungen in OSM. Gut, wenn wir das alles drin haben, ist natürlich wirklich die Frage, wer kümmert sich dann eigentlich um die Pflege dieser ganzen Objekte, die etwas teilweise vielleicht sinnfrei oder nur wenig sinnbehaftet sind. Ja? Also ich meine, jetzt gibt es OSM 10 Jahre lang, wir haben 10 Jahre lang Sachen eingetragen, jetzt findet man nichts mehr zum Taggen. Aber kümmert sich wirklich jeder um die 10.000 Elemente, die er eingetragen hat jemals? Wer kümmert sich um die Aktualität? Mein Vorschlag war, auf dem Landshuter Stammtisch habe ich dann mal gesagt, jetzt hat diese scheiß Parkbänke, die braucht wirklich keine Sau. Ich lösche jetzt einfach mal alle raus aus Landshut. Dann habe ich gesagt, spinnst du, das kannst du nicht machen. Das sind ja die OSM-Daten. Das haben sich Leute voll die Mühe gemacht und das geht nicht. Und sagt der andere, ja, stimmt, finde ich auch, das geht nicht. Dann ist also mit der Diskutiererei losgegangen. Okay, meine Idee, und die gibt es ja schon lange, ist auch nicht neu, sich ein Datum zu überlegen, wann ist das Objekt das letzte Mal angefasst worden und in Bezug auf was. Es gibt für Briefkasten, Öffnungszeiten viele Ideen.
generell für Öffnungszeiten bei Ärzten oder was weiß ich, Banken, wann hat da jedes Mal, das letzte Mal jemand drauf geschaut, wann zum Beispiel ist das Restaurant um die Ecke das letzte Mal aktualisiert worden und solche Sachen. Da gibt es mehrere Alternativen, das zu taggen. Das gibt dieses Last Check oder Check Date und eben weitere Unterattribute. Das kann ich mal kurz hier aufzeigen. Also es gibt eben, wie gesagt, Opening Hours, Last Check Collection, Times, Last Check und so weiter und so fort. Also man kann schon wieder praktisch 200 neue Attribute für dieses Datum einführen. Nur die Frage ist dann wieder, wer kümmert sich drum? Also brauche ich wirklich 5 Check Dates für ein Objekt? Einmal hat jemand die Öffnungszeit kontrolliert, der andere hat die Existenz kontrolliert, der dritte hat die Position kontrolliert und das Datum der letzten Modifikation, das wir an jedem OSM-Node ja dran haben, das hilft uns leider auch nicht weiter, weil in dem Augenblick, wo das jemand anklagt und bloß einen Zentimeter verschiebt, ist natürlich das Last Modification Date schon wieder aktuell, obwohl der vielleicht gar nicht weiß, dass der Edeka, den er jetzt gerade korrigiert hat, geometrisch, ob der überhaupt noch existiert. Okay. Dann habe ich das ein bisschen so in die Runde geworfen, zur Diskussion freigegeben, also nachdem ich die Parkbänke und Mülleimer nicht einfach löschen durfte, habe ich gesagt, okay, ich respektiere eure Meinung. Ist ja ein Community-Prozess. Dann gab es die nächsten Vorschläge. Okay, wie lange hält eigentlich so ein OpenStreetMap-Objekt? Sage ich jetzt mal zum Beispiel, Jägerstand hält vielleicht ein Jahr oder auch 5 Jahre. Ein Geschäft hält vielleicht ein Jahr, also müssen wir vielleicht alle 3/4 Jahre mal nachschauen, ob das noch existiert. Dann werden zum Beispiel die Parkbänke im Winter abgeschraubt und im Sommer vielleicht wieder hingeschraubt, also muss man da vielleicht einmal im Jahr nachschauen. Dann gibt es bei Bäumen, die ja auch einzeln getaggt werden, eine gewisse Schonzeit, wo man die zum Beispiel nicht fällen darf. Da muss man dann danach schon schauen, nach der Schonfrist, ob Bäume gefällt worden sind und muss die dann austragen. Also muss man sich jetzt überlegen, wenn ich so ein Datum an so ein Objekt hinklebe, wie lange ist die Frist, wo ich dann wieder nachschauen muss? Wann muss der nächste da hingehen? Okay, was auch super ist, sind zum Beispiel Baumarkt-Swimmingpools, die man von Bing-Bildern abgezeichnet hat. Also ich habe selber so einen Teil gehabt. Wenn man das nicht extremst pfleglich aufbewahrt im Winter, dann hält so ein Ding ungefähr maximal 5 Jahre vielleicht, dann ist es verrottet. Die Bing-Bilder sind aber meistens schon 4 Jahre alt, bevor wir die kriegen. Also kann man davon ausgehen, dass 50% aller Baumarkt-Swimmingpools, die in irgendwelchen Vorgärten stehen, überhaupt nicht mehr existieren. Trotzdem haben wir sie eingetragen. Fantastisch. So, um das jetzt ein bisschen irgendwie in den Griff zu kriegen, habe ich mir überlegt, dieses Checkdate mal exemplarisch einzuführen in Landshut. Landshut deswegen, weil ich da in der Gegend wohne und weil es im Stadtkreis Landshut noch kein einziges Checkdate gegeben hat. Das heißt, wenn das Experiment schief geht, dann kann ich immer noch alle Checkdates wieder raustun, ohne dass jemandem irgendwie das wehtut. Nachdem ich jetzt schon die Mülleimer nicht löschen darf, kann ich ja wenigstens vielleicht meine Checkdates wieder reverten, im schlimmsten Fall. Habe ich mir also so eine Overpass-API-Anfrage geschrieben, haben wir ja vorhin schon gesehen, wie das funktioniert. Ist ein fantastisches Tool. Hab da ein bisschen Shell-Skript und HTML-Seiten draus gebastelt. Ich will jetzt da gar nicht so auf die technischen Details eingehen. Wen es interessiert, der kann sich das auf unserer Wiki-Seite anschauen. Und ja, sortiere das im Prinzip jetzt nach diesem Last-Check oder Check-Date und kopiere das nach verschiedenen Amenities, die mich interessieren, also PUIs letzten Endes. Das schaut dann ungefähr so aus. Und wenn ich das jetzt hier hinkriege, können wir uns das vielleicht auch noch schnell live anschauen. Das jetzt händisch eingeben, oder? Es ist inzwischen, glaube ich, als Spammer bekannt. Bitte? Ach so, ja, das kann natürlich sein. Dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Ach so, diese kein... Aha. Gemäß bla bla bla. Falschklassifizierung. Ach so, das... Also geht es wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ist ja wurscht. Geht's bei euch? Ich weiß nicht, könnt ihr das lesen einigermaßen? So, so, lala, oder? Also ich meine, das Prinzip ist wahrscheinlich jedem klar. Ich sortiere das nach Datum und alles, was rot ist,
Da ist eben das Checkdate abgelaufen, also das ist praktisch die Spalte hier. Da ist zwar ein Checkdate drin, aber der ist schon zu alt, also der ist halt älter als 100 Tage. Das habe ich jetzt mal einfach so als Threshold genommen. Der ist noch, hat noch ein gültiges Checkdate und die nachfolgenden auch. Dann gibt es die Möglichkeit über einen Link auf den JOSM oder auf die Webseite zu verlinken. Dann kann man das Datum dort eintragen. Und das Ganze ist gruppiert nach, Amenity, was das ist hier, Handwerk, wie heißt das? Und Name, Craft, ja genau, danke. Die Adresse und wer den zuletzt angefasst hat, den Knoten. Unten drunter gibt es dann eine Zusammenfassung, welcher User die meisten Edits hat. Das hat gut funktioniert. Dann gibt es immer so ein kleines Wettrennen. Wer hat jetzt die meisten Punkte gesammelt sozusagen? Und wir sind so eine Gruppe von, sage ich mal, vielleicht 5 aktiven Mappern in Landshut und wir haben insgesamt 10.000 PUIs vielleicht in dieser Liste drinnen. Und die ersten paar Tausend, die sind schnell gegangen, weil natürlich die Favoriten, die man tatsächlich kennt, was weiß ich, der Mackie, bei dem ich gestern war, oder die Kneipe, in der ich gestern Abend war, die Bushaltestelle, die direkt gegenüber von der Haustür ist und so weiter, das kennt man alles. Aber was ist übrig geblieben? Natürlich die Parkbänke und Mülleimer, für die interessiert sich niemand. So, ja, noch ein Bild. Okay, das genau, Nominatim habe ich noch eingebaut zur Suche, das war auch ganz interessant. Und so sieht dann so eine eingefärbte Karte aus. Das ist momentan der aktuelle Zustand. Und das sieht man schon eben das ist so der Innenstadtbereich von Landshut, da ist so Altstadt und Neustadt, da geht es dann über die Isar drüber. Da sieht man, wo sich die meisten Leute aufhalten und sich dafür auch interessieren. Und diese ganzen Randbereiche, das sind dann eben Bushaltestellen mit oder ohne Shelter oder was weiß ich für ein Zeug. Und nachdem immer die gleichen Kandidaten übrig bleiben, eben die Mülleimer und Parkbänke, haben dann die Leute vom Stammtisch gesagt, ja, dann filter die doch raus, das wollen wir ja nicht sehen. Ich sage, nee, genau das will ich eben aktualisieren. Ich werde die ganz sicher nicht rausfiltern, sondern da muss jetzt jemand hin und schauen, ob diese verfickte Parkbank, Entschuldigung, ob die noch da ist. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Titel, warum ich das Kill All Zombies genannt habe, diesen Vortrag. Zombie aus der Linux-Unix-Ecke kennt hoffentlich jeder. Nein? Ich glaube eher Fernsehen. Ich lese euch aus Wikipedia vor, was da drin steht. Ein Zombie-Prozess ist vor allem in Unixoiden Betriebssystemen ein Prozess, der beendet ist, aber trotzdem noch in der Prozesstabelle auftaucht und geringfügig Systemressourcen belegt. Ein Zombie richtet selbst keinen Schaden an, kann aber auf einen Fehler hinweisen. Und genau das sind die Parkbänke und Mülleimer. Das sind einfach Zombies in der OSM-Datenbank. Und mein Anliegen ist, um die OSM-Datenbank zu befreien, gibt es ein System, das ist aus der finiten Elemente-Technik bekannt. Man nimmt irgend so ein Stück Metall, zum Beispiel, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie vom Fahrrad, eine Bremse oder was weiß ich, stellt das unter die Belastungsprobe, stellt fest, vieles von dem Material brauche ich überhaupt nicht. Also es fräse ich so viel weg, bis nur noch die wichtigen Stützstellen übrig bleiben. Jetzt muss ich nochmal vulgär werden, aber ein sehr interessantes Zitat ist aus der Softwareentwicklung, wenn jemand was programmiert und Code schreibt, der nie angelaufen wird, dann ist das toter Code. Den brauche ich nicht. Und toter Code ist einfach scheiße. So, jetzt kommen wir zu ein paar sehr konkreten Beispielen. Und da muss ich mir jetzt selbst die Schuld geben, weil das ist meistens von mir verbrochen worden, was ich da zeige. Das ist bei mir zu Hause. Du hast lauter Müll bei OSM eingetragen, nur damit du jetzt hier Ich habe lauter Müll eingetragen, ja. Bei mir zu Hause habe ich das einigermaßen im Blick, aber ich habe auch viele Sachen, muss ich wirklich zugeben, in OSM eingetragen und das zeige ich dann gleich, die ich nicht mehr im Griff habe. Aber jetzt machen wir erstmal ein paar lustige Sachen. Zum Beispiel, Amenity, Fireplace, yes.
Area, yes. Area Access Restricted, Opening Hours 24/7, Surface Ash. Ist alles richtig, alles was zu sehen ist, trägt man in OSM ein. Okay, Widersprüche? Nein. Ich habe mir zu Hause einen Altglascontainer hingestellt. Den habe ich auch eingetragen, der ist ganz offensichtlich da, der ist auch sehr groß. Und bei mir gegenüber, wenn ich so eine große Feuerstelle habe, lässt sich leicht darauf schließen, dass ich auch sehr viele Besucher habe, die müssen irgendwo parken. Also es ist bei mir im Garten zu wenig Parkfläche, die parken jetzt immer gegenüber auf dem Bahngelände. Es ist ganz offensichtlich niedergefahrenes ehemaliges Gras, habe ich eingetragen als illegalen Parkplatz. Access Private Area Parking. Okay. Dann habe ich einen Badezuber bei mir im Garten stehen, so einen aus Holz hier. Ja. Den habe ich dann auch getaggt, also Public Access, da darf jeder drin baden. Ja. Die Farbe habe ich gegeben, mostly H2O gefüllt, ist beheizt aus Holz, hat 1 Meter Höhe, hat eine LED-Beleuchtung und ist in der Regel 40 Grad warm und hat unten so Blubberbläschen dran. Dann steht bei mir im Garten so ein schöner Smoker. Das Zeug dauert immer ziemlich lang zum Kochen, deswegen sind da die Öffnungszeiten von 0 bis 3 Uhr morgens. Und von 20 bis 24 Uhr ist ein Niedertemperatur-Garverfahren, habe ich auch eben als Type angegeben und die Webseite, wo man dieses Gerät... Achso, oh, Entschuldigung, ich ändere es gleich. Okay, was haben wir noch? Webseite ist, genau. Webseite ist nur für den konkrete, für das konkrete Objekt. Wenn du eine Website für Banks machst. Ah, okay, das war ein Link auf die Wiki-Seite, oder? Ja, gut, wir schauen uns das nachher an. Jetzt auch zum Thema Rollstuhlfahrer. Ich habe also so zum Haus, wenn es bei mir reingeht, sind 3 Stufen, so kleine. Und im Winter muss ich mal Brennholz reinfahren. Und damit das leichter geht, habe ich mir da so ein Brettel hingelegt. So eine kleine Auffahrtsrampe. Und deswegen ist das hier jetzt auch getaggt, eben hier mit Highway Steps und Wheelchair Limited, also sportlicher Rollstuhlfahrer hatten wir schon bis zu 16% Steigung oder was die fahren dürfen, ist also limited accessible. Dann, was auch oft der Fall ist, in der Nachbarschaft gibt es da eine Holzverarbeitungsfirma, die haben auch OSM für sich entdeckt, haben da ihren Namen eingetragen, aber diese Firma hat schon vor einem halben Jahr dicht gemacht. Haben sie auch nicht mehr rausgelöscht. Das ist auch noch sehr interessant, ein illegaler Mountainbike-Downhill-Trail. Burschen aus der Ortschaft haben also im Wald angefangen, so einen Downhill-Trail zu graben. Also die haben dann so ein kleines Schäufelchen und machen dann ihre Anlieger und fräsen da das Erdreich so ein bisschen weg, dass man da gescheit runterheizen kann. Ist der Bauer gekommen, hat da einen furchtbaren Aufstand gemacht, dann die Polizei gerufen und so weiter und so fort, aber der Trail ist halt immer noch da. Und ich habe schon mehrere Downhill-Sachen eingetragen und es kommt jetzt tatsächlich vor, dass die Leute aus ganz Deutschland oder was weiß ich zum Urlaub dahin fahren, weil sie sehen, auf den Downhill-Seiten, die graben ja auch die OSM-Daten durch, da gibt es halt irgendwo hier eine Downhill-Strecke da oder so ein Mountainbike-Park, was weiß ich. Und dann suchen die im Wald, aber den gibt es natürlich schon gar nicht mehr, weil der schon wieder zugewachsen ist. Und der ist jetzt halt gerade da, also existiert, reell sichtbar, ist zwar illegal, aber ist halt da und entsprechend auch mit sämtlichen Attributen, die so ein Mountainbike-Trail kriegen kann, versehen worden. Ja, also Glas-Mountainbike kann man dann angeben, wie schwierig der zum Fahren ist. Dass die Richtung nach unten geht und nicht nach oben, das kann man ja alles nachlesen in den Tag-Seiten von Wikipedia, von OSM-Wiki. Bicycle Private, bei illegalen Trails. Ja, kann man, genau. Ist ja eigentlich, der Besitzer will ja gar nicht, dass es da ist, ist ja trotzdem da. Also, als privat nutzt das ja nicht. Ja. Warum habt ihr das nicht einfach ausgelöscht? Um den Bauern zu ärgern, damit noch mehr Radfahrer dahin fahren und da runterheizen. So, dann kommen wir zu einer Sache, die ich selber in meinen Anfangszeiten von OSM verbrochen habe. Da bin ich halt viel mit dem Radl durch die Gegend gefahren, habe sämtliche kleinsten Wegchen da im Wald aufgezeichnet mit meinem GPS. Das war ja super, ich war der Erste, der da was hochgeladen hat. Das war ja alles noch weißes Land drumherum.
Was man jetzt hier sieht, nur mal zur Größenordnung, ja, da habe ich die 100 Meter mal markiert, wie viel das ungefähr ist. Also man sieht schon die kleinen Wegelchen hier, die haben einen Abstand von 10, 20, 30 Metern, vielleicht nicht mehr. Ja. Da ist wahrscheinlich die Genauigkeit von dem GPS schon gar nicht ausreichend. Ich muss jetzt da im Prinzip wirklich hinfahren und diese ganzen 1000 Wege nachkontrollieren, wieder rauslöschen und schauen, ob die noch so stimmen. Das ist eine unendliche Aufgabe, die will ich mir eigentlich fast nicht antun, aber jetzt halte ich diesen Vortrag. Also muss ich es eigentlich fast machen. Das ist das, worauf ich raus will, deswegen kill all Zombies. Und genau, da haben wir noch ein Bild, genau, die Baumarkt-Swimmingpools, seht ihr hier zum Beispiel da vom Bing abgezeichnet, ja. Weiß man nicht. Und die Neustadt in Landshut, da seht ihr hier Parkplätze überall ohne Ende. Da gibt es auch immer wieder Streit mit der Stadt, weil wenn die Landshuter Hochzeit stattfindet, dann ist die ganze Neustadt da gesperrt. Jetzt sehen die Leute aber natürlich auf der OSM-Karte, in der interaktiven Seite von Landshut, ja Wahnsinn, hey super, da in Landshut, in der Neustadt, da sind ja 1000 Parkplätze, da fahren wir hin, weil da ist ja die Landshuter Hochzeit. Stimmt aber für diesen Fall nicht, weil da ist nämlich die ganze Neustadt für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Das ist nicht wichtig, eben. Das ist temporär. Also eine Baustelle, die nur 3 Wochen ist, zeige ich nicht. Ja, aber ich meine, du siehst auf der einen Seite die Theorie von OSM und wie es in der Praxis umgesetzt wird, das stößt halt manchmal auf Widerwillen. Vor allem sind die Parkplätze nicht so großzügig in der Praxis, wie man sie hier sieht. Da passen vielleicht 3, 4 Autos rein und du hast das Gefühl, das ist das Paradies für einen Autofahrer. Ja? Weil da sind nämlich Motorradparkplätze, Fahrradfahrerparkplätze, Kfz-Parkplätze, die Polizei hat in ihrem Hof einen Parkplatz, der ist auch als Parkplatz getaggt. Steht zwar Access Private dran, aber das siehst du auf der Karte praktisch nicht. Das P ist nur ein bisschen heller als, also schwierig, ja? Ja, genau. Bitte? Da gibt es ein Tag für die Anzahl. Ja. Und wahr. Für die Anzahl? Ja. Definitiv. Ja, schon, das steht auch drauf, bloß es interessiert dich nicht, wenn du die Karte anschaust. Und dass die Autofahrer das nicht interessiert, weiß ich auch. Ja, ja. In einer berühmten Straße 20 Parkplätze gäbe es dort nicht wirklich. Genau, richtig. Nur 4 Parkplätze. Ja, Anwohnerparkplätze zum Beispiel. Ja. Genau, so ist es. Okay, das kommen wir eigentlich schon zum Ende, mehr oder weniger. Wie gesagt, ich habe, das ist... Obwohl es immer wieder auf den Mailinglisten ein bisschen kritisiert worden ist, dieses Checkday-Thema, und ich verstehe das auch, habe mich aber dadurch rausgeredet, dass ich eben in Landshut die Möglichkeit habe, das wieder zu reverten. Habe dann geschaut, wie weit wird das akzeptiert, auch mit diesem Webinterface, das ich gebastelt habe. Die Akzeptanz war eigentlich sehr groß und auch die Mitarbeit, die ist zu einem gewissen Grad von über 50%, da ist es dann langsam zart geworden, da kommen wir wieder zu den Parkbänken und Mülleimern. Da eine vollständige Aktualisierung hinzukriegen, halte ich derzeit für unrealistisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Haben aber auch viele Leute angefangen, in ihren eigenen Städten mit diesem Checkdate-Tag da rumzuspielen. Da kamen eben auch einige Anregungen, die ich vorhin genannt habe, mit den Feldzeit für Bäume und wie viele Tage sollen Laden leben dürfen, bevor man wieder anschauen muss und so weiter. Also da kam einiges schon an Feedback. Das ist eigentlich sehr positiv aufgenommen worden. Wochennotiz-Team hat mich gelistet, deswegen gab es da sehr viel Andrang, schlagartig auf meinem kleinen Dünndin-S-Server. Hat aber keine großen Konsequenzen gehabt. Das war es soweit. Die Bilder, die ich da gezeichnet habe, die dürft ihr frei verwenden. Das ist unter einer Criminal License. Ihr sollt die unter eurem eigenen Namen verkaufen für möglichst viel Geld. Danke. Okay. Jetzt wird es interessant. Fangen wir links an. Die Stadt Landshut verwendet alle Daten und die haben eine eigene. Nee, die haben nur den Open Layers praktisch in ihre Homepage mit eingebaut. Die verwenden den ganz normalen, fertig gerenderten internationalen Bestand. Die Daten werden nachgewartet und wie aktuell ist dann diese Implementierung da auf der Homepage der Stadt? Nee, die haben einfach nur ein Frame in ihrer Seite, wo der OSM, also OpenStreetMap.org.
gezeigt wird. Und die haben dann noch ein paar Layer drüber, also für ÖPNV und so zeigt, das kommt aber von einer externen Firma. Ja. Also wir haben sowas Ähnliches auch hier in Österreich, verschiedene Kommunen, verschiedene Firmen bieten sowas an, die greifen aber dann eher weniger auf den Trademark zurück, sondern eher auf die Basemap zum Beispiel oder auf diese Tieresmaps und die Kampreismaps heißt das. Also ich denke, das schade, dass das bei uns nicht der Fall ist, dass wir eher kommerzielle Produkte unterwegs sind. Dadurch finden sich nicht immer so viele Freiwillige, die das aktuell halten. Richtig, ja. Also was halt ihr schafft, es aktuell zu sein. Es ist nicht besonders schwer. Also wir sind eigentlich nur ein kleiner Kreis und, sage ich mal, 5 Aktive und 10 insgesamt oder 15, die vielleicht mit auf dem Mailverteiler sind. Wir haben auch die ganzen Straßen, die Hausnummern zum Beispiel zu dritt oder zu viert händisch eingezeichnet. Das waren auch so 12.000 Stück oder sowas. Das haben wir in 2-3 Wochen geschafft. Also wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann kriegt man so eine Stadt eigentlich ganz gut in den Griff, was das Eintragen betrifft. Was das Rauslöschen betrifft, eben leider nicht. Bei uns ist es so, dass es zum Teil mit diese Werke, was da kommerziell vertrieben werden, die sind zum Teil eben proprietär und auf der anderen Seite für Wanderwege verwenden sie das Bitcoin, zum Beispiel in der Einbindung. Und jetzt durch das, weil es eben nicht dieselbe Plattform ist, versuchen zum Beispiel Tourismusämter ihre Daten aktuell zu halten, nachdem sie das im kommerziellen Bereich nicht schaffen, fangen sie an, auf der OpenStreetMap-Seite Straßen auszulöschen, um sie ihre Fahrradrouten dann unterbringen und so verdienen. Das ist besser, wenn das aus einer Hand kommt, weil dann wird auch die motiviert werden, dass sie auch mitwirken an so einem System. Ja, ja. Ja, okay, machen wir mal da weiter. Ich finde das interessant, wie das technisch unterstützt wird, dieses Last-Check einzutragen. Oder, also ich würde mal so vorstellen, ich gehe jetzt diese Straße entlang und sehe jetzt, diese 10 Sachen muss ich mir jetzt anschauen. Ja. Gehe vorbei, sehe halt diese 5 Punkte, nicht zu prüfen, und dann sagt man jetzt okay und dann hat man jetzt händisch wenig Arbeit, das ist irgendwie noch... Ja, du meinst das irgendwie eine mobile Lösung, so eine Art App oder was? Genau. Das gibt es nicht. Momentan habe ich nur dieses Web-Frontend. Man kann schon mit einem Klick dann das Checkend aktualisieren. Das geht über dieses Chosen Remote Plugin. Aber man muss das zu Hause am PC machen. Also so weit bin ich noch nicht. Da habe ich auch nicht die Zeit dafür, jetzt da irgendeine mobile Lösung dafür zu schreiben. Also ich finde es eine interessante Sache, weil es ja, denke ich, nicht nur für Landsrouten interessant ist, sondern ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man in jeder größeren Stadt da quasi so To-Dos bekommt, dass das dann... Richtig, das ist so eine To-Do-Liste. Ja genau, deswegen habe ich es ja auch sortiert, eben nach Datum und nach Amenities, POIs. Dann kann man sofort sagen, okay, da sind jetzt die ganzen Restaurants, welches kenne ich, wo ich weiß, das existiert noch, oder hat sich der Name geändert. Der Gedanke, den ich einmal gehabt habe, dieses Walking Papers so weit anzupassen, dass man dann jedes Poi irgendwie mit einer Nummer versieht und dann alle dazugehörigen Tags auflistet, dass man das irgendwie auch... Richtig. Wo dann parken kann. Aber es ist ja irgendwie nur nichts vollständig. Es ist noch kein kompletter Roundtrip eigentlich für diese Art der Qualitätssicherung vorhanden. Ja, genau. Okay. Also, wir sind da zwei Ideen gekommen. Die eine ist natürlich so ein bisschen schwierig. Man könnte natürlich die Sachen einfach löschen, wenn ihr Checkrate erreicht ist. Die wachsen eh von selber wieder nach. Aber was man auch machen könnte, was ich eigentlich schon immer mal tun wollte, eine Karte zeichnen, wo die Objekte langsam verblassen, je nachdem wie älter sie sind. Ja, genau. Mhm. Dass man praktisch einfach so einen normalen Rendering-Style nimmt und dann aber das Ganze einfach so ausfaden lässt. Mhm. So alles, was irgendwie im letzten halben Jahr editiert wurde, kriegt seine normale Farbe. Ja. Und wenn es älter als eventuell mit dem Checkdate bringst du ja je nach Objektart so eine gewisse erwartete Haltbarkeitszeit rein. Ne? Bislang habe ich einfach gedacht, ich nehme einfach jedes Objekt, wenn es erstmal älter als 3-4 Jahre ist, dann ist es praktisch kaum noch sichtbar. Aber es stimmt natürlich schon, dass manche Arten von Objekten schneller altern und andere vielleicht nicht. Genau, die Martinskirche zum Beispiel wird die nächsten 500 Jahre noch stehen. Ja. Also es ist ja auch so, dass Objekt, was sich nicht verändert hat, was trotzdem bestätigt wurde, ja, in der aktuellen nicht, also wenn der Checkdate wurscht wird. Auch wenn das Objekt und dein Tag oder dein Geometrie nicht geändert hat, ist es ja dann verifiziert. Das ist halt sowieso das Problem, dass man, also wenn man mit dem OpenStreetMap Last Modified Datum arbeitet, dann ist es immer, also erstens mal kann man gar nicht unbedingt
annehmen, dass bloß weil etwas modified ist in OSM, dass jemand es tatsächlich verifiziert hat. Und zweitens eben umgekehrt würde es heißen, dass man, also es ist etwas betrüblich, dass man nur indem man das Checkdate erhöht, indem man praktisch sagt, okay, es hat sich an diesem Objekt nichts verändert, das Objekt ist immer noch da, es ist immer noch alles in Ordnung. Datenbankmäßig erzeugst du in dem Augenblick natürlich eine neue Objektversion. Ja. Das heißt, du guckst dann irgendwann in die Historie und stellst fest, okay, ja, schön, dass jetzt jedes halbe Jahr ist dann eine neue Version. Ist das aktualisiert worden, ja, genau. Okay, es hat sich nichts verändert. Richtig, ja. Das ist natürlich unbefriedigend von der Datenbank-Denke her, aber... Also ich habe auch keine bessere Lösung. Ich habe das jetzt einfach mal wirklich zur kontroversen Diskussion hier vorgetragen. Ideen sind da gerne willkommen. Ach so, da geht es noch weiter, um ja. Gottes Willen. Ja, bitteschön. Also ich finde es schwierig mit dem Checkdate, weil ich muss sagen, also positive, also das Checkdate zu erhöhen, wird viel seltener vorkommen, als was Neues einzupacken. Richtig. Es geht ganz einfach darum, also wenn man nach einer Firma sucht oder nach einem Krankenhaus oder nach irgendetwas, was findet man? Nur negative Einträge. Nur negative. Es gibt nichts Positives. Und genau das ist das Problem. Und deswegen wird es mit dem Checkdate nicht so einfach funktionieren. Es macht einfach keiner. Also es geht einfach darum, ich mache in Stuttgart, weiß ich, wie die OpenStreetMap-Karte aussieht. Aber ich würde mich jetzt nicht daheim hinsetzen und würde sagen, das ist noch so und das ist noch so und das ist noch so und das ist ja wahnsinnig. Ja, aber man muss das machen, ganz offensichtlich, weil es werden immer mehr Objekte in OSM, es werden nie weniger. Es ist doch übertrieben. Also ein Shelter von einer U-Bahn-Station, der hält nicht nur ein Jahr, der hält 10 Jahre. Ja, ist schon klar. Ich bin mal 3 Tage gegen die vorbeikommen. Nee, in Stuttgart nicht, das ist... deswegen ist es auch schwierig. Und was ich auch schwierig finde, ist, Was macht man wo es kaum einen Mapper gibt? Ja. Weil du hast dann, also es geht ein Mapper dorthin in Urlaub, dann hast du das, ja, und richtig. Dann ist es nach, also ich weiß nicht, wie das Verfallsdatum halt ist. Nach 5 Tagen ist das erste weg, dann nach 3 Wochen ist das nächste weg und nach einem Jahr hast du gar nichts mehr, weil es ist nichts mehr da. Ist schon klar. Und das ist ganz, ganz schlecht. Also das wird dann Leute vom Mappen... Nee, ich rede jetzt ja nicht davon, dass man die Sachen rauslöscht, aber wie du sagst, es gibt dünn besiedelte Gegenden, wo wenig Mapper da sind und da trägt einer mal irgendwas ein und da wird nicht irgendjemand auf die Idee kommen, das auch noch dieses Checkdate regelmäßig zu überprüfen. Ja. Ja, ist schon klar. Ja, so bräuchte man dann eigentlich eine App, wo ich nur auf OK klicke, wenn ich vorbeikomme. Ja. Dass ich sage, okay, Öffnungszeiten passt. Ja. Okay, ich frage mich dann, steht es überhaupt noch da, ja. Öffnungszeiten? Wenn ich da die ländlichen Regionen sehe, wo ein Mapper ein paar tausend Quadratkilometer überwachen soll oder eingetragen hat, wenn überhaupt, wo wir überhaupt mal proben werden, wenn mal in einem Ort alle Straßen da wären, geschweige denn die Häuser, da sieht es aber ganz alt aus. Da bleibt dann, wenn er wirklich mal einer was gemappt hat, bleibt nichts mehr über. Okay, bitte, ja. Also meine Lösung war einfach die, dass ich meinen Account aufgegeben habe. Also ich habe einen neuen Account angelegt, zyklisch, und mit einem neuen Usernamen. Damit habe ich, wenn ich in meiner Region wieder unterwegs war, habe ich schön gesehen, okay, mein alte ID taucht auf, dann habe ich das ungefähr bearbeitet. Man verliert dadurch allerdings dann natürlich die Chronologie der Privaten. Und auf der anderen Seite, was auch unter Umständen gefährdet wäre, wenn irgendwann ein Lizenzwechsel wieder bei OSM ansteht, dann könnte ich den, wenn ich das Passwort dann vielleicht gar nicht mehr habe, dann auch nicht mehr bestätigen und dann werden diese Inhalte verloren. Public Domain. Ja, trotzdem, es ist so, dass ich persönlich das bestätigen muss, den Lizenzwechsel, und wenn es ein alter Account ist von mir, wenn das nicht mehr pflege, kann sein, dass ich da was verpasst. Richtig. In dem Fall könntest du von Erstellen des Accounts Public Domain anhaken. Okay, ja. Das wäre eine Lösung. Noch jemand? Kommentare? Ja, bitteschön. Das war dann auch von mir, weil wir vorher ums Fußgängerrouting gesprochen haben. Naja, Gehsteigkanten, wie dann halten die? Wachsen die mit der Zeit? Werden die mit der Zeit unbrauchbarer oder werden die eher besser mit der Zeit? Ja, also da können wir uns zu Tode diskutieren, wie sinnvoll Gehsteigkantenhöhen sind. Der eine sagt, ja, ich mache Rollstuhlfahrer-Routing draus. Natürlich wird der Gehsteig für Jahrzehnte wahrscheinlich diese Höhe haben, nur du musst auch die entsprechende Informationsmenge haben in der ganzen Stadt, um ein vernünftiges Gehsteigfahrer
Routing zu machen. Ja. So, das ist dasselbe mit dem Fußgängerrouting. Wenn die Fußgänger irgendwann feststellen, ich komme nicht mehr von A nach B, na, woran liegt das? Oder ist ein Fehler? Ja. Die Rollstuhlfahrer, die sind da sehr viel penibler, um Fehler zu melden. Die ärgern sich wirklich, wenn sie irgendwo nicht durchkommen. Ja, ja. Ja. Herr Pascal Neiss und ich, wir hatten mal eine Idee, ist schon Jahre her, war auch diese ganze Frage, wir haben gedacht, okay, könnte man für diese Art der Überprüfung nicht auch stärker diejenigen heranziehen, die Daten nur benutzen, also jetzt gar nicht mehr können, ja, ja, sondern die einfach das nur auf ihrem Gerät haben und angucken und so. Und daraus kam dann diese Idee, dass wir auf der OpenStreetMap.de-Karte hatten wir dieses I like OSM, hieß das, da konnte man so einen Daumen rauf und Daumen runter Button klicken. Aha. Die Idee war, einfach zu sagen, okay, du guckst dir gerade irgendeine Karte an, irgendwas, du hast irgendwo reingezogen oder auch nicht, und du kannst einfach randommäßig, kannst du sagen, ja, was ich hier sehe, sieht okay aus. Genau, ja. Und dann drückst du auf den finde ich gut Button oder du sagst, nee, was ich hier sehe, sieht nicht okay aus. Also, ohne dass du jetzt angeben musst, ja, da ist konkret ja und da, sondern so. Also wir wollten, haben gesagt, okay, lass uns eine extrem minimale Hürde machen, der es nur anguckt. Da gibt es nur einen gut oder schlecht Button, der muss auch nicht noch ein Feld ausfüllen, wo er einträgt, wie er heißt und so, sondern so. Und die Idee war, man speichert dann immer auf dem Server, jedes Mal, wenn einer den Button klickt, speichert man die Region, ja. Kartenausschnitt, wurde jetzt plus 1, für diesen Kartenausschnitt wurde minus 1. Und die Hoffnung, dass dann, wenn das irgendwie 10.000 Mal am Tag von Leuten gemacht wird, dass du aus der Aggregation dann irgendwo praktisch zumindest rauskriegst, oh, in der Gegend ist aber relativ viel rot. Hm. Und dass man dann sagt, okay, da muss vielleicht mal irgendwie ein Mapper sich das anschauen. Das hat nicht funktioniert, weil die Karte nicht so oft angeschaut wird, die OpenStreetMap.de-Karte, weil die Leute auch nicht so motiviert sind, da überhaupt drauf zu klicken, weil es auch nicht so ganz verstanden wird, wozu es überhaupt da ist und so. Trotzdem treibt mich immer noch so der Gedanke um, natürlich wird OSM eben auch sehr viel abseits von irgendwelchen Webseiten genutzt, auf Android-Geräten und so weiter und so weiter. Wenn es uns irgendwie gelingen könnte, das mal sozusagen dieses Potenzial von ich bin eigentlich gar kein Mapper, sondern nur Kartennutzer, von diesen Leuten ganz, ganz niederschwellig, eben nur so gut, schlecht oder sowas, wenn wir das irgendwie aufschnappen könnten, es könnte doch mal sein, dass das schafft, dass es klappt, die Masse das dann macht und dass man auf die Weise, zwar jetzt nicht für einzelne Objekte bezogen, aber dass man auf die Weise schon irgendwie rauskriegen kann, okay, jetzt in der Altstadt von dem und dem Dorf, da ist in der letzten Zeit, gefällt den Leuten da die Karte nicht mehr so gut, was könnte denn da das Problem sein? Ja, und die Kritik, die ist halt immer sehr laut, wenn irgendwas, ein Detail nicht passt. Wenn sie sagen, ja, schau mal eure OSM wieder her von der Stadt, so hat es ja angefangen. Der sagt, ja, hier der Laden stimmt doch nicht mehr. Auf Google sind 1000 mehr Fehler drin, da interessiert es keinen. Aber wenn die OSM-Community irgendwo einen kleinen Patzer drin hat, dann... Hat derjenige eine Note hinterlassen? Nee, er hat mich angerufen. Aber okay, ja. Und das, was Landshut macht, die als Hintergrundkarte zu verwenden in der offiziellen Homepage, das ist doch der Anfang. Wenn man da sozusagen einen Mecker, dass man da, wenn man da was sieht als Benutzer der Homepage von Landshut, ja, ja, sicher, auf unterschwellig irgendwo hier in der Gegend irgendeinen Punkt setzen, das gibt es ja bei OpenStreetMap. Es gibt aber ja diese Fix-Mies, die man da, ja, ja. Und das dass dann sich ein Profi mit sich drum kümmert. Oder das weiterleitet, das ist nicht immer klar. Ich müsste halt mit dieser IT-Klitsche da in Verbindung treten, die diese Seite programmiert hat und mit denen irgendwie was zusammen rausbasteln, ja, was diese Möglichkeit also bietet. Ja. Mir in der Gegend machen Städte das jetzt unabhängig von OpenStreetMap, so ein Mecker-Ecke, ja, dass man Fehler melden kann, wo man, was weiß ich, wo eine Platte im Gehweg fehlt oder so, aber da könnte man auch so natürlich melden. Das stimmt, ja. Bitte. Ich habe da eine sehr interessante Erfahrung gemacht mit einem kommerziellen Anbieter, wo der Name gerade vorhin gefallen ist. Und zwar, ich meine, in meiner Region gibt es bei diesem kommerziellen Anbieter viele Fehler. Und Wien regt sich darüber auf, also wenn es jahrelang ungepflegt ist. Und wir hatten in unserer Region eine größere Straßenneubenennung. Und ich habe mich da auf diese Bühne bemüht und da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht mit diesem kommerziellen Anbieter. Also die Daten haben vorher adressmäßig gestimmt und ich wollte diese Firmen unterstützen und habe bei dieser kommerziellen Firma, weil
mit das Map-Reporter eine Korrektur einnehmen, danach, dass er die Straße dort ändert. Ich hatte dann nach längerem eine Erfolgsmeldung erhalten und die Straße die Adresse war schon richtig gestellt, aber nicht ganz richtig. Mhm. Die Hausnummer war falsch. Mhm. Oder die Hausnummer war richtig und die Straße war falsch. Und habe ich zum Teil bei manchen Betrieben bis zu 10 Korrekturmeldungen eingebracht, diesen kommerziellen Anbieter. Und nachdem es eine gewisse Systematik gegeben hat, bei vielen Betrieben, die betroffen waren, hat es bei mir irgendwann geklingelt. Ja? Dann habe ich diese Betriebe angerufen und habe ihnen gesagt, liebe Leute, diese Firma, diese kommerzielle Firma, macht eine gute Arbeit, aber sie macht keine Fleißaufgabe umsonst. Wenn ihr keine Werbekunden bei dieser Firma seid, dann wird diese Firma offensichtlich diese Kultur nicht übertragen. Mhm. Und die haben dann sich als Werbekunde bei dieser Firma gemeldet und siehe da, plötzlich hat es funktioniert. Das bedeutet für mich, es gibt eine gewisse Realität. Diese Realität heißt für solche Firmen, ich bestimme diese Realität und ob die richtig oder falsch ist, das ist mir egal. Wenn jemand diese Realität verändern will, dann muss er mir irgendeine Leistung bringen, in Form, dass er Werbekunde ist oder sonst was. Also freiwillig machen die gar nichts und niemand regt sich da drüber auf, wenn diese Firma das auch nicht freiwillig macht. Es ist eine kommerzielle Firma. Ja. Den Anspruch, was wir bei uns Redner haben, was wir Backbänke richtig stellen, ist einfach überzogen. Man müsste das vielleicht auch aufgreifen auf unserer Wirtschaftsebene, dass man solchen Firmen sagt, liebe Leute, okay, ihr könntet uns ja was spenden. Ja? Das ist zwar eine gefährliche Botschaft, muss ich sagen, wenn wir unseren Wirtschaftsebene uns bezahlen lassen von Firmen, dass wir Dinge richtig stellen, das könnte ja auch bedeuten, dass wir absichtlich nicht arbeiten. Ja, ja. Aber im Prinzip wäre der Ansatz doch nicht so schlecht, dass man Firmen, die bemängeln, dass eine Adresse nicht stimmt und das nicht willens sind, selbst zu lösen, oder Kommunen, die sagen, das stimmt was nicht, dass man denen sagt, okay, meldet den Fehler und macht eine kleine. Ja, was Ähnliches hat ja der Lars vorhin auch schon angesprochen in seinem kurzen Statement, wie man vielleicht mehr Geld irgendwie in die freiwillige Arbeit der OpenStreetMap-Hände treiben kann, dass die Arbeit einfach wirklich mehr entlohnt wird sozusagen. War kontroversiell, aber ja. Ich glaube, das würde dann doch Leute, die so viel arbeiten, etwas besser motivieren, noch mehr zu arbeiten. Wenn das kommerziell ist, dann richtig, ja. Okay, wir müssen aufhören, glaube ich, es ist 5 Uhr. Der Peter hat noch einen Vortrag, oder? Sind wir fertig, oder? Ja.